Eine Minute nach sieben, guten Morgen. In eigenem Ermessen zu handeln, das ist momentan teilweise schwierig. Ein Wirt aus Sachsen-Anhalt aber sagt, ich lass doch die Alten nicht einfach in der Kälte stehen. Er bedient seine Gäste trotz Lockdown einfach weiter. Nicht aus Respektlosigkeit, wie er selbst sagt, sondern aus Nächstenliebe. Jetzt droht ihm allerdings eine saftige Strafe. Regelbruch aus Mitleid. Ich will's nicht verstehen. Ich will's wirklich nicht verstehen. Uwe Kreider aus Weißenfels hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Seit Sommer vergangenen Jahres betreiben er und seine Frau dieses Gartenanlagenlokal. Die Gegend ein Rentnerparadies. Man kann nicht vom Auto überfahren werden hier. Man wird vom Rollator überholt. Wenn ich diese alten Leute sehe, mir kommen die Tränen. Mir kommen die Tränen, weil ich mir sage, ey, diese Leute, die sind vereinsamt. Die sterben nicht an Corona, die sterben an Vereinsamung. Deshalb tischt der 56-Jährige fleißig weiter auf. Aber nach eigenen Aussagen nur vereinzelt für ältere Gäste. Und unter Beachtung aller Hygienemaßnahmen. Das ist ihm selbst wichtig, da er als chronisch Lungenkranker auch Risikopatient ist. Uwe Kreide bietet zwar auch To-Go an, das ist aber ein No-Go für die Alten, sagt er. Wenn jetzt jemand vor meinem Restaurant steht, mit einem Rollator oder mit Krücken, die kann ich ja nicht einfach so wegstoßen. Ja? Den muss ich das hier drinnen servieren. Und wie gesagt, also das ist also Nächstenliebe in meinem Augenblick. Und das hat man mir, wie gesagt, so in die Wiege gelegt. Uwe Kreide bricht bewusst die Regeln. Die Konsequenz, das Ordnungsamt stattet dem Achtfachvater einen Besuch ab. Die haben mich eben darüber belehrt, dass ich eben hier keinen bewirten darf. Und wie gesagt, keinen reinlassen darf. Ein Wirtspaar aus dem Nachbarort hat vollstes Verständnis für Uwe Kreides Zuwiderhandeln. Sie selbst nutzen zwar die auferlegte Schließzeit ihres Restaurants für Renovierungsarbeiten, dennoch. Wenn bei Ihnen jetzt jemand vor der Tür stehen würde, würde ich genau das gleiche machen. Wir haben selber schon ältere Leute gehabt, in Rollator, Gehbehinderte. Die haben gesagt, Mensch, draußen ist es kalt, komm, setz dich hin. Ja? Aber wenn einer das ist, Ausnahme besteht in der Regel. Eben nicht. Gibt uns auch das Büro des Landrats zu verstehen. Vor dem Hintergrund der sehr hohen Inzidenzzahlen und der steigenden Todeszahlen ist das Verhalten des Restaurantbetreibers nicht nachzuvollziehen. Wenn sich jemand aussuchen darf, welche Bestimmung er einhält, schadet dies dem Frieden in der Gesellschaft. Deshalb droht ihm jetzt ein Bußgeld von 1.000 Euro. Ich finde, das ist unfair. Also, wenn es nur an die ältere Generation ist, müsste das Bußgeld wegbleiben. Alles andere als unfair findet der Wirt Uwe Dröse. Er führt das Restaurant und Hotel zum Krug in Naumburg. Ich denke mal, unabhängig davon, ob man diese Regeln für gut befindet oder nicht, sind die Regeln dazu da, um sie einzuhalten. Und der Gesetzgeber, die Regierung, die tut alles, um uns zu schützen und aus meiner Sicht auch, Ansicht auch richtig. Und dann muss man sich einfach an die Regeln halten. Ich wollte ja was Gutes. Ich hatte ja jetzt nicht hier irgendwie vor, zu rebellieren oder was. Denn wie gesagt, ich verstehe ja die Pandemie-Maßnahmen. Ja? Also es ist ja nicht so, dass ich das jetzt hier in Abrede stelle. Ob sein Verhalten auch gewerberechtliche Folgen hat, entscheidet das örtliche Gewerbeamt. Schließlich geht es gerade nicht darum, unser aller Leben so schön wie möglich zu gestalten, sondern zu erhalten.